Willkommen zurück bei Let's Play The Last of Us Left Behind. Und da vorne ist der besagte Militärhelikopter. Wir erinnern uns an die letzte Folge. Joel liegt verletzt in der Lobby dieses Plazas. Und wir müssen dafür sorgen, dass er Verbandszeug oder weitere Medikamente bekommt. Doch hier treiben sich Klicker rum. Hier beim Download-Inhalt zu The Last of Us, dem supergeilen Mega-Apokalypsen-Spiel. Ich feiere es so hart, muss ich einfach ehrlich sagen. Und ich freue mich, dass die Jungs von Naughty Dog, übrigens auch die Macher von Uncharted, endlich diesen Download-Inhalt rausgehauen haben. Naja, und ich finde, es ist ein sehr atmosphärischer Titel. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich hier nicht an jeder Ecke einen Flachwitz hinterlasse, wie bei so manch anderem Let's Play. Aber das würde ich einfach nicht unbedingt immer reinpassen, weil es doch schon auch sehr emotional zur Sache geht. Ach, na super. Ja, der Weg ist versperrt, will ich mal behaupten. Und hier treiben sich weitere Klicker überall rum. Oh, ich muss dringend mal meinen Akku anschließen kurz, aber das mache ich dann nach der Folge. Vom Controller. Übrigens noch für die PlayStation 3 hier das Ganze. Und ich finde, wie gesagt, das sieht absolut atemberaubend immer noch aus. Trotz der alten Konsole. Ich hätte ja gerne die PlayStation 4 Version von dem Game gesehen. Hier runterhüpfen ist nicht. Da können wir uns den Fuß brechen. Also müssen wir einen anderen Weg finden. Schauen wir doch mal hier vorbei. Ui, das wollte ich nicht. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Das geht nicht. Nee, da kommen wir auch einfach nicht runter, ne? Ich muss mal hier an meiner Taschenlampe wackeln, ihr kennt das ja. Da flackert das Licht. Und das ist der Pixitech-Shop auch. Kommen wir hier durch einfach? Da vorne ist der Klicker. Ist aber glücklicherweise immer noch nur einer. Und hier kommen wir auch da hinten rum vielleicht. War da irgendwas? Moment. Vielleicht können wir uns hier irgendwie durchschmuggeln. Scheint zu klappen. Oh mein Gott, hier ist das Ganze... Boah. Ich höre Schritte. Waren das meine eigenen? Boah. Ganz schön spannend, die Nummer. Hier können wir uns auf jeden Fall mal mit ein bisschen Qualitätsware ausrüsten. Aus dem wir uns dann wahrscheinlich gleich was basteln können. Ich brauche unbedingt Munition. Wir haben keinerlei Munition, aber ich glaube, das waren meine eigenen Schritte, vor denen ich mich gerade erschreckt habe. Komm so ein bisschen verzögert daher. Moment mal. Nee, da ist nichts. Ich muss tierisch vorsichtig vorgehen, da wir ja wirklich wenig Zeug am Start haben. Ach du Scheiße, da liegt nur noch einer. Himmel. Ob das der Pilot ist? Kein Nahtmaterial. Na, das hier muss reichen. Sieht ja richtig erfrischend aus. Ja, das Medikit kann ich so benutzen. Was hat er denn für eine Notiz hinterlassen? Die Salonnotiz. Oberstabsfeldwebel Larry Caulfield ist heute Nachmittag heldenhaft gestorben. Wir flogen zurück zur QZ, als sich unser Patient verwandelte. Es müssen Spuren gewesen sein, da keiner von uns einen Biss gesehen hat. Der Patient riss sich los und fiel unseren Piloten an. STF Sean Brennan. Obwohl der Hubschrauber außer Kontrolle geriet, kämpfte Officer Caulfield gegen den infizierten Patienten und rettete unser Leben. Wir stürzten in ein Kaufhaus im ländlichen Colorado. Gefreiter Eugene Ellis, Officer Caulfield und ich waren die einzigen Überlebenden. So viel dazu. Haben wir noch ein bisschen über den guten Mann erfahren. Hier können wir rüberhüpfen, da hinten liegt auch nichts mehr, glaube ich. Was, ein Friseursalon? Ja, Nagelsalon, okay. Ja, mit Nägel machen ist jetzt nicht viel. Aber wir müssen Nägel mit Köpfen machen. Und diesen Helikopter unter die Lupe nehmen, in der Hoffnung, dass da vielleicht noch mehr Verbandszeug oder irgendwas liegt. Oh Mann, 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 Mann. Und überall könnten sie lauern. Schnell! Das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Na, komm jetzt. Weiter geht's. Wie hast du sie gefunden? Die Fireflies? Genau.
Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und beklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zu Marlene. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, das hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir einen Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Komm schon. Wir kommen gut voran. Ja, und wir erleben jetzt hier eine Art Szenenwechsel, einen kleinen Sprung. Wieder unterwegs mit Riley. Wen hängst du so ab? Keine Ahnung. Mit niemandem so richtig. Was ist mit Tino und den anderen? Wie geht's denen? Riley, es sind deine Freunde. Aber du redest mit ihnen. Ja, stimmt schon. Die Synchro ist manchmal recht laut und recht leise. Aber gut, das macht gar nichts. Auf jeden Fall treiben wir uns hier jetzt mit Riley rum. Die irgendwie ein bisschen an Marlene erinnert. Könnte die Tochter sein fast, oder? Mal ganz ehrlich. So vom Aussehen her. Als ich den Trailer gesehen hatte, dachte ich, sie hätte was mit Marlene schon von Anfang an verwandtschaftlich zu tun. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Verstecken es nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... uns lieber über was anderes reden. Boah, es sieht schon richtig, richtig cool aus. Vorsicht, nass. Hey, tja. Vielleicht sollte ich auch ein Firefly werden. Ellie, habe ich Marlene auch gefragt. Sie will, dass du sicher bist in dieser blöden Schule. Ich soll dich ja nicht mal sehen. Was geht sie das an? Sie hat Angst, dass ich dir Probleme mache. Klar. Das kriege ich schon noch allein hin. Ich weiß. Hey, bist du noch das erste Mal hier? Was machen wir hier, Riley? Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Dann warte es doch einfach ab. Ganz schön dunkel hier unten. Und ich kann schon ahnen, was das für eine Überraschung ist. Die hatte ich übrigens wieder. Die Wasserpistolen? Ach was, der aufgeblasene Arsch hat sie zurückgegeben? Natürlich nicht. Ich habe mich reingeschlichen. Riley, ich hatte sie schon fast. Und dann wurdest du gefasst. Und dann wurde ich gefasst. Was hat er gemacht? 2 Wochen lang putzen. Die Klos. Ach, Ellie. Ich sag dir, gib es auf. Kriegen wir nicht wieder. Ich hol mir die wieder. Ja, und Ellie und Riley haben offensichtlich auch eine Vergangenheit, eine gemeinsame, die schon etwas länger andauert. Und jetzt haben sie sich wieder getroffen. Riley hat sich den Fireflies angeschlossen. Ich glaube, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Nein. Tja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich kenne keinen. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Ernsthaft? Dann schauen wir uns das Ganze mal an.
sollen wir denn da liegen? Was? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Ist das ein Bier? Naja, ich weiß nicht. Eigentlich lieber nicht. Nein, danke. Mehr für mich. Prost, Winston. Wow. Hartes Zeug. Na komm. Ach, scheint was Alkoholisches gewesen zu sein, aber kein Bier, sondern eher starkes Zeug, Schnaps oder so. Vom Winston, der Junge offensichtlich mal gut aussah. Bin ich ja mal gespannt. Ein Sattel. Und was ist mit Princess? Wahrscheinlich haben sie sie mitgenommen, als er tot war. Armes Pferd, sie hat bestimmt richtig Angst. Mann. Ob es hier noch was gibt? Wir watscheln hier weiter durch Einkaufscenter auf jeden Fall. Okay, Riley, kann weitergehen. Auf der Spur nach der Vergangenheit von Ellie. Die uns mehr darüber erzählt. Wie sie mit den Fireflies in den Kontakt gekommen ist und so weiter. Und auch mehr über Riley und die Person dahinter. Ellie, hilf mir mal. Na toll. Weißt du was? Lass uns einen anderen Weg suchen. Ja. Klingt gut. Und da hätten wir doch schon mal einen anderen Weg, würde ich mal behaupten, oder? Aber schauen wir uns erstmal noch kurz hier um. Ich will ja nichts außer Acht lassen. Ich übersehe ja gern mal viel und dann kriege ich immer auf die Finger. Saraza, du alter Halunke. Schon wieder hast du da was übersehen. Das kann ja wohl nicht angehen. Wo hast du denn deine Augen? Naja, auf dem riesen Monitor habe ich die vor allem. Schau mal, da ist ja eine Öffnung. Jo, die habe ich schon ausgemacht, Riley. Okay, sei vorsichtig da drin. Bin ich immer. Was mich ein wenig stört, ist wirklich die Synchro, die leider sehr schwankt von der Lautstärke her. Dafür kann ich leider nichts. Ist ein bisschen schade, weil sonst sehr atmosphärisch, kommt richtig gut rüber. Und ich bin gespannt, wo die Geschichte noch hinführen wird hier. Ich hoffe, sie macht uns die Tür auf. Riley? Aha. Du Blödi, das war schon das zweite Mal. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Der Werwolf. Sieh's dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Ja, voll krass. Brüll mal. Ellie, echt? Du sollst brüllen. Ob das so gut ist? Na komm, nicht zu laut vielleicht. Na geht doch. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Ah, ich würde nicht so rumbrüllen. Man weiß ja nie bei den ganzen Klickern, die sich hier noch rumtreiben könnten. Schau dir mal das ganze Zeug an. Überall Spielzeug. Spooky Town. Der Halloween-Laden schlechthin hier. Und die Details sind mal wieder unglaublich. Diese Masken sind sogar noch cooler. Was? Ich stehe voll auf Vampire. Ich zeige euch den Laden mal ein bisschen, ne? Beim Let's Play sollen wir auch mal zeigen. Dracula! Eigentlich heißt es
Gräfin. Ich bin Gräfin Dracula. Ja. Da gibt's ja wirklich alles. Oh, das superklasse Vampirkostüm für Kinder. Ach cool, hier können wir uns theoretisch auch die Maske jetzt überziehen. Oh, ein dreifach Phönix. Also die Werwolf-Maske ist eigentlich schon ziemlich viel cooler. Welche würdet ihr denn anziehen, wenn ihr jetzt hier wärt? Ich auch. Entzückend. Herzlichsten Dank, mein Täubchen. Auch putzig. Ah, Piraten-Outfit, also hier geht's scheinbar zu den normalen Kostümen zu kommen, obwohl es sieht doch alles sehr Halloween-lastig aus. Verkleiden ist auch schon was Cooles, ist ja am Karneval in Köln auch immer sehr angesagt, ich bin ja Kölner. Dementsprechend habe ich da schon so einiges mitgemacht. So, hier sind auch noch Vampire und da die Hexe, die wollte ich auch noch anschauen, aber sonst gibt's hier nichts, glaube ich, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Moment mal, was ist das denn da? Rödelt die da so rum? Ich glaube ja, ne? Auch süß, der kleine Bär. Oh, sorry. Sorry, Riley. Ach, guck mal, hier haben wir noch die Maske. Na, seht da gut, dass ich ein bisschen rumgelaufen bin. Damit wir auch mal die ganzen Details abchecken können, die die Entwickler auch einfach reinbringen. Ist schon sehr, sehr sympathisch. Die roten Schuhe! Was hast du mit ihm gemacht? Oh weh, Toto! Was sollen wir nur tun? Oh Mann. Okay, was haben wir da noch liegen? Irgendwelche Augen. Sowas kauft jemand? Ist mir zu hoch. Was ich ganz cool finde, ist, dass es wirklich zeigt, dass die hier kämpfen müssen und sagt, überleben kämpfen. Boah. Wow. Das war blöd. Aber trotzdem noch irgendwie Jugendliche oder Kinder sind, die sich halt auch an diesem Geistershop erfreuen können. Wobei ich das auch könnte, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja eh ein kleines Spielkind. Das sieht auch cool aus hier. Hammer. Spooky. So, mehr scheint es ja aber nicht zu geben. Und nichts, was uns wirklich weiterhelfen könnte. Ellie, wir zusammen basteln müssen oder so. Ein paar Freunde von dir. Ach, die Hexen, die haben wir ja schon abgecheckt. Ui. Sollen wir da mal rausspazieren? Ich glaube, wir haben ja alles gesehen, ne? In dem Schuppen. Ist das da unten das Karussell? Ah, ich habe eine Idee. Siehst du die Autos da unten? Ja. Das rote ist deins, meins das blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Ja! Ach du Scheiße, es geht ja richtig zappig los hier schon. Immer mit der Ruhe. Oh Mann. Bam! So, Fenster Nummer 1. Ob das so eine gute Idee ist, frage ich mich natürlich, weil leise ist das nicht. Glück. Also los, konzentrier dich. Oh, was mache ich für einen Scheiß? Ich habe den aus Versehen geworfen, wollte ich gar nicht. Nummer 2. Ah, das kriegen wir aber hin, das kriegen wir hin. Ah, so ein bisschen höher. Das war so knapp. Oh, fuck. Ist gar nicht leicht. Zum Glück verwirft sie sich da selber. Nee, das ist uns. Haben wir Riley das Ding geklaut. So, jetzt nehmen wir die Windschutzscheibe erstmal. Was sagst du jetzt? Shit, die hat den dritten bekommen.
Nee, von hier werfe ich besser nicht. Da gehe ich nach vorne. Wieder um die Ecke. Immer mit der Ruhe. Selbst wenn wir verlieren, ist ja, Volltreffer. Auch machbar. Das gibt's doch nicht. Ah, kippt der so ein bisschen ab, der Scheißstein. Mist. Dann muss ich ein bisschen höher gehen. So. Und jetzt noch die andere Scheibe. Zählt das Dings auch? Ja! Das Schiebedach, weiß ich gar nicht, ob das zählt. Nur noch eine! Verdammt! Boah, die kann man doch gar nicht schlagen. Hallo? Wo sind denn jetzt hier die ganzen Ziegelsteine hin? Das gibt's doch gar nicht. Ich brauch Ziegelsteine. Nein! Ah. Ach, Kacke. Was? Hab ich den weggeschnappt. Okay, zählt das hier? Treffer! Direkter Wurf. Okay. Das war so knapp. Jetzt müsste ich doch eigentlich von der anderen Seite irgendwie dahin kommen. Das wird gar nicht so leicht. Wie soll ich denn jetzt den letzten noch treffen? Oh Mann. Sonst haben wir ja alle. Ja! Oh, Moment lang dachte ich, du hättest gewonnen. Okay. Naja, Deal ist Deal, oder? Los, frag einfach, was du fragen willst. Okay. Wie schaffen wir es, nochmal zum Anfang zu springen? Raumschiff. Kein Sarkasmus. Wie eins dieser intergalaktischen Riesenraumschiffe mit zwei Warp-Antrieben. Ellie. Ich weiß nicht. Mach einfach so weiter wie bisher. Das klappt schon. Na gut. Komm, wir haben es fast geschafft. Und wie die Reise weitergeht, erfahren wir in der nächsten Episode. Ja, und wieder ist eine neue Folge von Let's Play The Last of Us Left Behind vorbei, in der wir unsere Freundin Riley ein bisschen besser kennengelernt haben, mit der Ellie vor dem Hauptspiel herumgezogen ist. Ja, und das Steine werfen war nicht ganz so mein Ding, muss ich ja ehrlich sagen, aber ich freue mich auf die weitere Story. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode.